Herzlich willkommen hier bei Anglerboard TV oder anders gesagt, herzlich willkommen in Thüringen, denn ich bin bei Christian. Ganz genau. Ja, was wollen wir machen, Emma? Wir haben oder wollen auch Forelle mit der Fliege. Ja, wir waren auch schon unterwegs. Ist nicht ganz einfach, aber ein paar Fische hatten wir. Es war sehr zäh. Am Ende hat es dann irgendwie doch funktioniert. Und wie es gelaufen ist, das zeigen wir euch jetzt. Denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und kommentiert, ob ihr schon mal hier in Thüringen gefischt habt. Viel Spaß. Ciao, ciao. Die ist schon wieder genommen, gell? Bitte. Da ist er. Echt schön gefärbt, ne? Ja. Ja. Mal versuchen links. Versuchen mal vor die Wurzel in die Strömung zu kommen. Ja. Schönes Tier. Jetzt haben wir endlich einen vernünftigen Fisch gefangen. Klasse. Und heute haben wir hart gekämpft. Manchmal lohnt sich's. Wahnsinn, ich bin glücklich. Die wollten wir haben. Ja, wir haben jetzt hier nochmal eine Stelle, die ein bisschen tiefer ist. Hier liegt ein Rohr, glaube ich, drin. Das ist wie so eine Stufe. Und Christian sagte, versuch mal hier einen Streamer. Bisschen schwerer, ein bisschen Gummibein, ein bisschen Glitzer. Vielleicht können wir sie damit nochmal reizen. Und wenn das nicht funktioniert, dann versuchen wir mal die Wurmfliege. Vielleicht reißt die es ja nochmal raus. So. Kleine Nymphe brachte kleinen Fisch. Aber echt hübsch. Da ist er super schön gezeichnet, ne? Ja, auf den Streamer gab es eben ein paar Fehlbisse. Sehr wahrscheinlich, weil eben die Fische ein bisschen kleiner sind hier in dem Gumpen. Aber wir haben ein bisschen durchprobiert. Die Wurmfliege hat nicht funktioniert. Klar, ist ein bisschen zu wenig Strömung. Finde ich persönlich immer angenehmer, wenn sie von alleine halt da durchtreibt. Und die Nymphe hier, die hat dann den kleinen Bachmann einmal aus der Reserve gelockt. Wir fischen jetzt weiter, gucken, ob wir noch ein, zwei Stellen haben. Und dann heißt es erstmal Mittag. Schönen guten Morgen, zweiter Tag hier in Thüringen. Wir haben jetzt schon wieder 24 Grad um 9 Uhr. Das hält uns aber nicht vom Angeln ab. Wir sind noch mal hier am Bach und ich will jetzt noch mal versuchen, hier mit den Grashüpfern eine Forelle zu überlisten, weil überall die Wiesen sind und wenn man da durchgeht, dann springt Flip in einer Tour. Und das wissen die Forellen und ich hoffe, sie erinnern sich jetzt dran. Direkt unter der Brücke auf dem Grashüpfer. Ja, der Plan ging ja relativ schnell auf. Einmal unter die Brücke, Grashüpfer serviert, Bachforelle kam. Ich sag mal, besser kann der Tag doch nicht starten. Thank you.
eine erwischt, eine mit einer sehr urigen Maulspalte. So, während Elmar ja auf Trockenfliegen oder Grashüpfer setzt, setze ich hier auf Streamer. Dafür mache ich jetzt noch mal ein neues Vorfach, ein bisschen was Robusteres. Ich habe hier eine 024er Fluocarbon. Da knote ich jetzt einen fingerlangen braunen oder schwarzen Streamer an und versuche auch noch mal eine gute Forelle zu erwischen. Kleine Regenbogen noch mal auf eine Nymphe. Hat es noch mal auf den Streamer geklappt, genau an der Stelle, an der Elmar vorher jetzt seinen Fisch mit der Nymphe gefangen hat. Super Regenbogenforelle. Ja, hier an dem Bach, der, wie ihr gesehen habt, sehr verwachsen ist, bieten sich kurze Ruten an. Christian fischt hier eine Rute Klasse 3-4 in der Länge von 6 Fuß. Meine ist eine Klasse 3 und ein Tick länger, 7,5 Fuß. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich würde nächstes Mal auf eine noch kürzere Rute setzen. Also so wie Christians, er sagt, man kann sogar noch ein Stück runter, weil es wirklich hier nicht ums Werfen geht, sondern irgendwie die Fliege zu präsentieren. Dazu die passende Schnur und kurze Vorfächer, damit seid ihr gut ausgestattet. So Leute, unser Forellentag neigt sich dem Ende entgegen. Wir waren heute zum zweiten Mal am Bach und heute haben die Fische auch richtig gut mitgespielt. Wir haben deutlich besser gefangen als gestern und es gab einige schöne Fischchen, ne? Auf jeden Fall. Trockenfliege und Nymphe, Streamer, wir haben auf alles gefangen. Ich mache mich auf den Rückweg. Christian, war super, hat viel Spaß gemacht. Gerne. Nächstes Mal dann hier mit optimalen Wasserbedingungen und ja, ansonsten sage ich mal, wir machen uns auf den Weg, bleibt gesund, fangt was und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und kommentiert. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.